Here we are in San Mateo. Here lives Vanita English. She will be at the age of 100 this year. She represents one of the roots of many in the organizational field. She is a psychoanalyst and she has been a transactional analyst. Mein Vorschlag wäre, dass wir auf Deutsch jetzt umwechseln, weil wir ein Stück Aufnahme auch machen, das vielleicht den Kollegen von der Deutschen TA-Gesellschaft. Ja, ich habe ja auch sehr, ziemlich viel auch mit Leuten in Organisationen gearbeitet. Mhm. Die Seminare für Joachim Karnath waren war ja dort genau. Diese Leute in Organisationen. Und wenn du an diese Arbeit in diesen Bereichen zurückdenkst, wie welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ja, da habe ich viel gelernt, weil ich hatte überhaupt keine Erfahrung mit Organisationen oder Betriebe oder überhaupt in der kaufmännischen Welt hatte ich keine Erfahrung. Und habe auch viel gelernt, dass wirklich man das auch in einer gewissen Art mit Vergnügen machen kann und mit Interesse und ethisch machen kann. So dass ich hatte verschiedene Vorurteile, die mir nicht geholfen haben ursprünglich, die ich abbauen musste. Ich bin so mal überlegen, was noch interessant sein kann. Gibt es denn Eigenarten der deutschen Mentalität, wenn man mal so eine pauschale Betrachtung anstellt, die zum Beispiel im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland anders war, mit der du andere Erfahrungen gemacht hast als in anderen Ländern? Ja, ganz bestimmt. Am Anfang hauptsächlich. Mhm. Später nicht mehr. Ja, also zum Beispiel, ich war die erste Jüdin, die man gekannt hat. Mhm. Und die Leute, die kamen ganz dann am Anfang, die waren sehr enttäuscht mit der Psychologielehre, die sie beinahe keine gab es in Deutschland. Mhm. Und was man die unterrichtet hat, war entweder so altmodisch, ganz alt vor dem Krieg und dann nichts nach dem Krieg, also sehr verwirrt. Mhm. Und das war wichtig für die Leute, die kamen, war für die sehr neu und wichtig. Und hat ganz anders wie in Frankreich zum Beispiel oder in Italien. Jedes Land ist. Wie war es dort anders in Frankreich oder in Italien? Wie war es anders? In Frankreich gab es eine gewisse Tradition, die sie weiter hatten. Okay. In Deutschland, die mussten beinahe wieder anfangen. Okay, also ein Wiederaufbau. Aufbau. Okay. Ja. Und Italien war es wieder was anderes und jede Stadt hatte seine Konkurrenz. Mhm. Da waren es Konkurrenzen zwischen Städten, als ob man Konkurrenz zwischen Hamburg und München hätte. Es wäre etwas in München, das hat nichts mit Hamburg zu tun und ja, so weiter. Ja, das habe ich zum ersten Mal kennengelernt in Brasilien, wo ich gemerkt habe, die Metropolen, die sind wirklich Burgen. Ja. Das kennen wir in Deutschland tatsächlich nicht. Ja, diese Konkurrenz zwischen Städten. Ja. Interessant ist das, weil Deutschland ist erwachsen aus verschiedenen Städten, Hessen und so. Ja. Aber dann, weil die Psychologie so neu war, die mussten wieder aufbauen. Dann haben alle neu angefangen. Ja, da konnten sie sich nicht leisten, noch zu konkurrieren zwischen zum Beispiel Hamburg und München konnten nicht konkurrieren, mussten Kooperation haben. Und hat denn für dich als Jüdin das eine Rolle gespielt? Das Dritte Reich in Deutschland, hattest du Probleme damit? Oder? Ja, ich hatte viele Probleme damit. Ich hatte keine Probleme mit Deutschen, weil die wichtigste Person in meiner Kindheit war eine deutsche Lehrerin, die ich hatte. Die Geschichte, wie ich Deutsch gelernt habe, das wenige Deutsch, das ich konnte, war, ich war in Österreich mit 7 Jahren mit meiner Mutter zu Urlaub und meine Mutter hat Scharlach bekommen. Mhm. Da hat man sie in Quarantäne 40 Tage gestellt. Da musste sie
ein deutsches Fräulein, ein österreichisches Fräulein engagieren, mich zu pflegen, die 40 Tage, wo sie keinen Kontakt mit mir haben durfte. Mhm. Und da war ich ganz allein mit diesem Fräulein. Mhm. Und als meine Mutter herauskam mit 40 Tagen, habe ich Deutsch gesprochen. Mhm. Und das war eine gute Erfahrung mit dieser Frau? Ja, wahrscheinlich. Oder warst du nicht mehr? Nein, es war nicht eine traumatische Erfahrung, glaube ich, weil ich habe nicht Angst gehabt. Und diese Frau hat sich viel Mühe gegeben offensichtlich, aber konnte kein Wort von einer anderen Sprache und hat nur Deutsch mit mir gesprochen. Da habe ich Deutsch gelernt, wie man als Kind mit 7 Jahren lernt. Da konnte ich Deutsch sprechen. Meine Mutter konnte es nicht. Und dann kamen wir zurück in der Türkei, wo ich wohnte. Und mein Vater konnte nicht glauben, dass ich Deutsch spreche. Und da haben sie Frau Ungvari engagiert, dass sie einen Tag in der Woche kommt, mich unterrichten, mit mir sprechen, Deutsch, damit ich es nicht verliere. Frau Ungvari war ein Flüchtling aus Deutschland, das war in den 30er Jahren. Ja. Das war wahrscheinlich, weil sie Kommunistin aus Deutschland in 30, denn ich bin so alt, dass es lange vor Hitler war. Ja. Und Frau Ungvari, durch meine ganze Kindheit, bis ich Ende der Schule, habe ich Frau Ungvari einmal in der Woche gesehen. Und Frau Ungvari war meine ursprüngliche Therapeutin. Das sollte sie nicht sein. Sie war eine sehr gebildete Frau, eine außergewöhnliche Frau. Die musste ihr Leben verdienen in der Türkei als Flüchtling, einfach Stunden geben. Das war viel weniger, als sie leisten konnte. Und ich mein Leben wäre anders gewesen, wäre es nicht Frau Ungvari gewesen. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie sie für dich gut war? Eine Stunde pro Woche war sie meine Therapeutin. Aber was hat sie getan, damit du das so empfunden hast? Ihr Job war einfach, mit mir Deutsch zu sprechen. Sie durfte über alle Themen sprechen, die sie mich unterrichten. Und sie hat mich sogar unterrichtet, aber sie hat mir soziale Ideen gegeben. Meine Familie, meine Mutter und mein Vater waren sehr bürgerlich und ganz nicht sozial gedacht. Aber auch sie hatte eine gewisse Art mit mir. Meine Mutter war sehr überwiegend mit mir. Ich muss sagen, ich brauchte Therapie. Und Frau Ungvari hat es mir gegeben. Und was? Nochmal, was war das Therapeutische daran? Die Beziehung. Dass sie einfach dir zugehört hat, dass sie nicht Besitz ergriffen hat von dir? Ja, genau, ganz genau. Du hast es beschrieben. Sie hat sich interessiert an mich, sie hat mir geholfen aufzuwachsen. Mhm. Meine Lehrerinnen in der Schule, in der englischen Schule, waren mich gut unterrichtet, aber nichts Persönliches, sehr unpersönlich unterrichtet. Frau Ungvari war die einzige Person, mit der ich, und ich war ein Einzelkind, mit der ich Kontakte habe. So, dass die Hitlerperiode, ich habe nie das empfunden, dass alle Deutschen nicht... Du hast da so ein starkes Bild im Hintergrund gehabt? Von Frau Ungvari, die mich gerettet hatte. Es war wie meine eigene Therapeutin. So, das war es. Aber natürlich, und übrigens war ich in Wien gewesen, das Jahr vor Hitler. Ich war in Wien 32 bis 33 im Pensionat gewesen und hatte das mitbekommen durch eine Freundin, die Fragen in Österreich über, ob mit verschiedenen Leuten, die dagegen waren und dafür und so weiter. So, dass die ganze Sache mit Deutschland war für mich wie kann ich sagen, ein sehr großes Problem, aber nicht, wo es mich zerrissen hat, sehr viel mit den Konzepten. Und was man dann erfahren hat, dann war ich schon flüchtlich, war ich in Frankreich geflüchtet. Und ich meine, nicht geflüchtet, ich war zum Studium in Frankreich, aber war aus Frankreich nach Amerika gekommen. Und alles, was man dann erfahren hat, in Amerika war ich schon, als man von den KZs erfahren hat und so weiter. Während ich in Frankreich war, wusste man nicht, was da alles geschieht. Dann habe ich in Amerika, ich habe aber ein anderes Bild, als ob ich in Deutschland
gelebt hätte. Mhm. So, ich hatte nicht ein negatives Bild. Und deshalb, als es war, dass man mir, und man hat, konnte überhaupt nicht Deutsch auf der Straße sprechen, ja, in New York, weil es war so. Da war jeder Nazi, der Deutsch sprach, oder? Ja, ja, alle waren Nazis gesehen. Und deshalb war es das, als ich wusste, dass Hilarion in Esslingen war, wollte ich einmal Deutsch üben. Weil ich nie die Gelegenheit gehabt hatte, Deutsch zu sprechen. Aber natürlich hat er gesagt, das kam so eigentlich dadurch, dass ich Deutsch üben wollte. Und da sagte ich, fahre weg nach, weg morgen und wollen Sie da? Da sage ich, ja, ich will Leute in Deutschland kennenlernen. Also, dann hast du eine Passion auch gehabt, diese, weil du mit dieser Deutschlehrerin, die hat ein so gutes Bild in dir hinterlassen, dass du auch dort etwas gesucht hast in Deutschland. Genau, ganz genau. Und habe viele Freundschaften in Deutschland. Deshalb. Wollte ich gerade fragen, hast du das gefunden, was du da gesucht hast in Deutschland? Ja, ich glaube, ja. Und interessant, Mary Ann ist Amerikanerin, aber sie ist auch Deutsch. Ich meine ihre Kinder, ich meine in Deutschland so allgemein, ich habe nicht eine Freundschaft. Ich war ziemlich befreundet mit Hildegund Engel. Hast du sie gekannt? Nee. Ich weiß nicht, was mit ihr geworden ist. Sie war im Deutschen, im Gestalt-Institut. Aber viele Leute, mit denen ich befreundet war, das ist dann verschwunden. Aber so Mary Ann ist die Hauptfreundschaft, die da geblieben ist. Also sie ist nicht deutsch. Aber ich glaube, dass Angela Merkel heutzutage so wunderbar ist. Es hat zu tun mit dem Holocaust. Dass Angela Merkel will ersetzen. Kannst du ein bisschen mehr darüber sagen, wie du da den Zusammenhang siehst? Wie hat es mit dem Holocaust zu tun? Dass sie beweist, dass die Deutschen die größte offene Tür, jetzt geht es wieder nicht mehr gut, aber hat versucht, eine offene Tür zu den Flüchtlingen zu haben. Das ist schrecklich, wie die anderen Länder sich verhalten. Und da, also ich bin auch der Meinung, dass die Deutschen, aber auch sehr mit amerikanischer Hilfe, muss man ja dazu sagen, es gehört dazu den Dingen, obwohl ja hier auch vieles schwierig ist, empfindest du ja auch so. Ja. Empfinde ich eine tiefe Dankbarkeit auch den Amerikanern gegenüber, dass sie uns nicht zerstört haben, dass sie uns eine Chance zum Lernen gegeben haben. Ja. Das hatte natürlich auch eine machtpolitische Komponente. Sie wollten einen Puffer haben gegenüber den kommunistischen Systemen. Ja. Aber es hat wirklich uns auch sehr viel eröffnet und uns. Und dass die Flüchtlinge, dass wir damals die Flüchtlinge so gut haben integriert, das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass die Besatzungsmächte verlangt haben, dass die Leute untergebracht waren. Ja. Die haben diese Ordnungskraft gehabt, die wir heute nur sehr schwer auf die Reihe bekommen. Ja. Also da haben die doch sehr dazu beigetragen. Ja. Aber wie du sagst, das war sehr interessant für mich auch, dass ich in der Gruppe, dort der Gestaltgruppe, die hatten nie eine Jüdin gekannt. Ich hatte auch bewusst in meiner Kindheit nie, vielleicht habe ich welche gekannt, vielleicht war es keine Kategorie, ich weiß es nicht. Ja, genau. Und hast du denn dann, ist das Thema Drittes Reich und Umgang mit Juden in den Therapien oder in den Gruppen für dich manchmal ein Problem gewesen oder ein Thema war nie? Nein. Da ist man ganz. Es war immer offen. Es war immer offen. Ich habe im Programm, sogar im Gestaltprogramm, habe ich gesagt, mein Großvater war Präsident der jüdischen Gemeinschaft in Galatz in der Körnernstadt, wo ich geboren bin. Eben da, um klar zu sagen, dass ich Jüdin bin, denn sonst. Ich bin nicht religiös und so dass ich hatte kein, so ich wollte das klar. Deshalb konnte sie in dieser ursprüngliche Gestaltgruppe, konnten wir offen darüber sprechen, dass niemand hatte, vielleicht ein oder zwei hatten, aber hatten keine Juden kennengelernt. Ja. Und wir haben darüber gesprochen in der Gestaltgruppe damals.
Jetzt haben wir heute diesen wunderschönen Tag. Ja, ja, in dieser Hinsicht ist es komisch, interessant, wie man sagen will, dass ich mit meinen 99 Jahren sehr vieles da in der Welt erlebt habe. Dass sogar jemand in deinem Alter, also zum Beispiel meine Tochter ist ungefähr dein Alter, sie ist 67 Jahre alt. Ja. Der Sohn, der gestorben ist, wäre 69, was habe ich gesagt, 67, ja. Dein Sohn wäre 69 also gewesen. Mein Alter, ja. Das. Ja, ja. Und so, dass es ist komisch, nicht wahr? Wir sprechen, als ob wir gleichaltrig sind. Und ja. Leute wie dir habe ich als Gleichaltrige. Als ich in Europa gearbeitet habe, ich war schon über 60 Jahre alt. Ja, ja. Als ich angefangen habe. Ach. In Europa. Uh-huh. Ja, ich war schon, hatte schon ein Institut in Philadelphia gebaut und so. Aber in Europa, meine Europa-Karriere sozusagen, uh-huh. die eine andere Karriere wurde, als diejenige, die ich als Psychotherapeutin mit meinem eigenen Institut in Philadelphia, in Chicago uh-huh. und Philadelphia hatte. Uh-huh. Also Chicago war es nicht mein Institut, Chicago war ich einfach Private Practice, aber mein Institut war in Philadelphia. Aber auf jeden Fall mein eigenes dort in Amerika hatte und dann in Europa war es ganz anders, dass es bei anderen gearbeitet habe, immer, was ich sehr befreiend gefunden habe. Und hast du deine eigenen Institute in die Praxis dann zugemacht und bist ja. nur noch international gereist? Ich habe es in 81 zugemacht. Dann hast du gesagt, jetzt bin ich Gypsy, G-A-Gypsy. Ja. Ja, es hat jetzt damit zu tun, dass ich betrogen wurde in meinem Institut. Das ist schon eine ganz andere Geschichte. Mit dem Tod meines Sohnes habe ich unterschrieben einen Kontrakt mit einer Frau, die ich wollte, dass sie mein Institut leitet und sie hat das Geld gestohlen, das Kapital gestohlen und hat es geleitet, die 6 Monate, hat es sehr schlecht geleitet. Ich habe einen großen Fehler gemacht dort und der Ruf des Instituts wurde zweifelhaft und es war eine Wahl während der Zeit des Prozesses, den ich mit ihr hatte. Durfte ich in Amerika nicht arbeiten. Das heißt, ich musste das Geld immer im Institut und daraus mein Gehalt, das war so strukturiert, dass es hereinkommt und ich bekomme 40% von was ich hereinbringe. Mhm. Und plötzlich wollte ich nicht mehr hereinbringen, weil sie hatte die Vollmacht, um es herauszuziehen. Ah, okay. Und es war, der Prozess hat gedauert 1,5 Jahre und da war ich sehr glücklich. Da habe ich mehr in Europa gearbeitet, in Europa, und dann hat es sich aufgebaut. Also, und das durftest du auch, das war. Wie? Das durftest du auch. In Europa durftest du dein eigenes Geld verdienen. Ja. Das musst du dann. In Amerika konnte ich nicht verdienen, 1,5 Jahre während des Prozesses. Ist und ja interessant, wie dann die Kräfte zusammenkommen, damit ein solcher Lebenslauf daraus entsteht. Diese Geschichte ist eigentlich komisch und das war genau in 1979. Da ja. hatte ich schon eine gewisse Zeit in Deutschland gearbeitet mhm. und endlich war der Prozess zu Ende in 1979. Und ich musste nach Europa fahren, dann war das schon ziemlich viele. Und ich sagte der Sekretärin des Instituts, bitte einen Brief schreiben, einen ganzen Mailinglist, dass wir machen ein großes Fest. Und ich meinte ein großes Fest für besondere Anzeige. Und das Fest war, um anzuzeigen, dass ich das Institut wieder übernehme von der Frau, die mich Francis, die es falsch geleitet hatte, und das Fest. Und dann kam ich zurück und sie hat die Einladungen geschickt und ich lese die Einladungen und die sagen, ein Fest für eine besondere Anzeige, habe ich gesagt, aber das ist nicht gesagt, dass ich das Institut wieder eröffne. Hat die gesagt, ja, ich war auch erstaunt. Sie haben es aber ausgeschrieben so, ich habe genau den Text geschrieben, den Sie geschrieben haben. Und das hatte ich in meinem geschrieben, eine besondere Anzeige, ohne zu schreiben, dass ich das Institut wieder leite. Mhm. Und da habe ich mir das gesagt, das ist mein Unbewusstes. Ich will es nicht eröffnen. Sonst hätte ich ihr dieses
Und dann habe ich gesagt, okay, die besondere Anzeige, ich muss das festhalten. Das sollte für Neujahrsfest, der 1. January 1980. Mhm. 80 oder 81. 1980. Ja. Und dann habe ich angezeigt, dass ich schließe das jetzt. Das ist aber wirklich eine schöne Story. Ja. Also ja. Habe ich mein Institut geschlossen. Gut, dann durfte ich wieder in Amerika arbeiten, ja. Aber auf meinem eigenen Namen. Dann war es für dich, ja. Aber dann habe ich gesagt, ich habe noch einige Seminare weitergemacht, aber nicht mehr. Ja, das war dann auch die Befreiung für dieses, für die Gypsy, dass die jetzt reisen darf und nicht sesshaft sein das muss. Das war fertig, ja. Das Institut war viele Sorgen. Ich hatte diese Frau, die war meine Assistentin und die war sehr kompetent. Mhm. Und dann hat sie mir diesen Kontrakt gegeben und ich habe ihn unterschrieben. Und sie hat den Buchhalter fired him und einen neuen Buchhalter genommen. Also das war ein großer Prozess. Ich habe den Prozess gewonnen, aber sie ging bankrupt. So, ich habe $10,000 daraus bekommen. Eben, man sagt, greife einem nackten Mann, aber das gilt auch für eine nackte Frau in die Tasche. Ja. Der Rechtsanwalt hat genau das gekostet, was ich bekommen habe. Aber wenigstens meine Ehre. Ist wiederhergestellt gewesen. Ja. Ach, das ist aber jetzt sehr interessant, weil ich erfahre doch vieles Neue jetzt noch von dir. Ja, du erfährst vieles, dass ich... Einiges steht in diesem Buch, meine Biografie, die auf Deutsch ist übrigens und nicht auf Englisch. Ja, ich weiß, habe ich ja schon mal eine Rezension geschrieben dazu. Sigrid Röhl oder was? Ja, und sie will es jetzt herausbringen. Sie möchte es gerne herausbringen unter einem anderen Namen. Ich habe immer gesagt, die Biografie, die heißt Vanita Englisch, die hätte sie anderen Namen geben sollen, sondern die Biografie einer Therapeutin oder sowas. Sonst ist es nur interessant für die Leute, Transaktionsanalyse. Aber es ist natürlich auch einfach sehr schön zu erfahren, wie deine Karriere und dein Beitrag zur Gesellschaft auch geprägt ist durch diese frühen Erfahrungen, durch die Zeitläufe mit dem Krieg. Dass in dir Bilder entstanden sind von einem guten Deutschland und dass dich das dann auch interessiert und bereit gemacht hat, dass gleichzeitig in dir Bilder waren von einer Gypsy, sodass dass du Lust zum Reisen hattest und wie das alles sich zusammenwindet dann zu einem Life-Course. Ja. Das finde ich einfach toll und ich habe davon noch nichts gewusst und ich weiß nicht, ob du es an anderer Stelle schon so zusammengeschrieben hast. Ich habe es auch nicht so genau zusammengeschrieben. Ah. Ein wenig steht das im Buch, aber nicht so. Ich sage immer Buch, weil das Buch dort steht. Ja. Meine Tochter und ich versuchen es zu übersetzen im Englischen, aber das geht nicht. Ich fange an, immer wieder... Hast du es in Deutsch geschrieben? In Deutsch? Ach, du hast Sigrid Röhl hat es geschrieben. Sigrid Röhl, sie hat es geschrieben und sie wollte es in der Ich. Das waren alles Tonbänder und sie hat es in der Ich-Form geschrieben. Das wollte sie unbedingt. Ich wollte es nicht, weil es nicht mein... Das haben mir einige Leute gesagt, ich erkenne deine Stimme nicht. Das ist nicht meine Stimme, aber es ist in der Ich-Form geschrieben. Aber die... Der Inhalt ist richtig. Also wir machen ich habe mir so eine Übung ausgedacht, die wir seit einigen Jahren ab und zu machen, dass wir einfach fragen, was, wenn du in einem helfenden oder lehrenden Beruf bist, was sind eigentlich deine allerersten persönlich archetypischen Situationen? Und da habe ich jetzt von dir was erfahren, dass die Grunderfahrung zu helfen scheint sehr viel mit dieser deutschen Frau Ungvari, Lehrerin zu tun haben. Sehr viel, ja. Und das Besondere, was damals so heilsam war für dich, ist, dass sie ohne Besitz von dir zu ergreifen einfach dich gehört hat. Ja. Und das war für dich Therapie. Ja, und ich habe dann mit dir keinen Kontakt weiter gehabt. Bin weg von Deutschland. Hast du sie nie wieder gesehen? Nie wieder gesehen, ja. Ich bin aus der Türkei weg und nie wieder gesehen.
bei mir, meine Mutter war eine Schneiderin, die hatte einen Schneiderbetrieb. Ja. Und da gab es eine Büglerin. Aha. Und meine Mutter hatte keine Zeit, weil sie Geschäftsfrau war. Und ich habe mich dann, wenn ich Kontakt suchte, ja, habe ich mir ein paar Brote geschmiert und habe mich in das Zimmer, wo die gebügelt hat, ihr gegenüber gesetzt und habe meine Brote gegessen. Ah. Und sie hat Märchen erzählt. Zum Beispiel, sie war eine Erzählerin. In meiner Familie gab es Erzählen nicht. Ja. Ah. Und das hat mir zum Beispiel eine Grundausstattung gegeben. Und eines Tages, und so, das Bild ist in mir aufgekommen, ja, als eine Grunderfahrung, hielt sie inne, schaute mich sehr ernsthaft an, ich war vielleicht 9 oder 10, ja, und sagte, wie kann Gott das zulassen, dass so viel Schlimmes geschieht, wenn er allmächtig ist? Und das war eine richtig ernsthafte philosophische Glaubensfrage. Ja. Und sie hat mich das gefragt. Und natürlich habe ich dazu nicht so arg viel sagen können, aber ich glaube, dass mir jemand zutraut, ja, dass ich mich mit solchen Fragen, dass ich Partner für solche Fragen sein kann, ja, hat einen prägenden Einfluss auf mich gehabt. Ja. Oh, bestimmt, bestimmt. Mhm. Also wieder Frau Ungvari, sie hat mir Schillers Die Räuber beigebracht. Mhm. Und ich erinnere mich nicht mehr, kann nicht sagen Schiller, Die Räuber, aber die Idee, dass es arme Leute gibt oder irgend, ich weiß nicht mehr, du kannst mir vielleicht sagen, ich habe es nie wieder gelesen und ich weiß nicht mehr, was drin steht. Ich habe es vor 2 Jahren mal wieder im Theater gesehen. Also, ja, das tut mir leid, dass ich es nie wieder gesehen habe. Es hat etwas damit zu tun, dass die Leute Räuber geworden sind, weil sie so arm waren. Ja, ja? Und weil auch diese Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, ihnen verwehrt waren. Und dann sind sie auf die rebellische, aber auf die destruktive Seite gegangen. Ja, ja. Und, aber es gab dann kein Zurück mehr. Aber es war eigentlich tragisch. Weil es, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das geendet hat, aber es waren eigentlich engagierte Menschen, die dann sich zunehmend verirrt haben in ihrem Erzürntsein darüber, dass sie mit dem, wer sie sein wollten, in der Gesellschaft keine Resonanz gefunden haben. Interessant, es einem 8-jährigen Kind dazu gehen zu lesen. Ja. Irgendwie hat sie da, das ist mir geblieben im Gedanken. Ja, aber was du mir ja sagst, ist, dass du aus einem gut bürgerlichen Milieu, was soziale Gerechtigkeit betrifft, nicht so viel nachgedacht hast. Nie darum. Und da ist ein Mensch, der dir emotional etwas bedeutet, der diese Dimension als wichtig überhaupt reinbringt, auch wenn du die Argumente nicht verstehst. Ja. Aber das ist eine Prägung. Ja. Und ich erinnere mich, du hast ja vor ein paar Jahren, hast du ja erzählt, oder wurde von dir erzählt, ich weiß gar nicht mehr, dass du hier in den Homeless People... Oh ja, hier habe ich hier. Hast du geholfen, richtig super ausschöpfen? Ja. Und ich habe Gruppen organisiert. Es gab einen Raum, wo sie, das hat man dann geschlossen, deshalb habe ich aufgehört, wo sie tagsüber sein konnten, weil man sie aus dem, wo sie schlafen, herausgejagt hat, ihren Unterkünften, damit sie um Jobs suchen. Aber den ganzen Tag kann man nicht Jobs suchen, jeden Tag. Ich meine, um zu reinigen und ich weiß nicht. Sie durften nicht ausbleiben, sie mussten weg. Und ich habe, und Marianne Kübel kam einmal zu Besuch und sie kam, sie hat mich sehr gesehen. Sie sagt, das ist genauso wie die Gruppen in Odenwald. Nicht ganz. Hast du deine neue Bühne gefunden für deine Passion? Ja, ja. Ja, aber dass du das in einem, dass du das sozusagen, um einen Beitrag zu einem sozialen Ausgleich zu finden machst, das hat vielleicht sehr lange Wurzeln. Ja. Das habe ich nie die Verbindung gesehen, ja, das stimmt. In Frankreich habe ich ziemlich viel dort. Auch, ja. Auch in Frankreich? Ja, ursprünglich, während ich Studentin war, ja. Auch schon, ne? Ja. Das ist interessant, ja. So, jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt geht mir auch selbst so ein bisschen die Kraft zum... Ja, es ist viel zu lang. Aber das wir werden das natürlich auswählen. Ja, aber trotzdem, wir sind ja so über
manchmal zu sehr ins Detail gekommen, aber dann haben wir plötzlich wieder eine neue Ader getroffen. Du bist sehr talentiert, das herauszubringen. Ja, ich sehr vieles ist nicht wirklich so herausgekommen und nicht einmal im Buch. Ja. Nicht einmal mit den vielen, die Verbindungen so. Das ist dein Talent, hast du das herausgebracht. Ja, ich wollte auch einfach mehr erfahren von dir. Ja. Durch die Fragen, wie du es gestellt hast, denn sonst wäre mir nicht angefangen, die Verbindungen. Ja. Und es ist Zeit, Schluss zu machen. Ja.